Hallöchen! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das mit dem Hund üben könnt, dass er runterfallende Dinge nicht sofort isst. Also natürlich hauptsächlich essbare Dinge, aber weil wir das Training ja schrittweise machen und es Sinn macht, es auch hier so zu tun, fangen wir an mit Dingen, die erstmal gar nicht essbar sind, sodass ich dem Hund erstmal beibringen kann, was ich möchte. Ich möchte tatsächlich einfach nur, dass der Hund sich nicht hinbewegt, aber sonst kann er die Position halten. Das heißt, ich belohne zum Beispiel einen Blick dahin oder auch einen Blick wieder weg und vor allem jedes ruhige Verhalten. Ich starte das jetzt im Platz und dann kann man das nach und nach in anderen Positionen oder sollte man es auch in anderen Positionen üben und natürlich auch in anderen Räumen, weil der Hund natürlich nicht immer im Platz vor dir sitzt oder liegt und ich vor ihm sitze, sondern ich ja auch mal stehe und in einem anderen Raum bin. Gerade in der Küche wird es wahrscheinlich noch mal schwieriger. Und da kann man eben mit Dingen anfangen. Ich habe jetzt mal hier einen Deckel von einer Plastikflasche und eine Packung Taschentücher angefangen, also die schon ein bisschen leerer ist. Genau, das machen wir und das starten wir. Leckerlis habe ich hier zum Nachschub, aber ich habe auch ein paar in den Taschen, damit ich da immer schnell nachladen kann. So, damit der Hund jetzt erstmal gar nicht so eine riesengroße Verlockung hat, und das ist natürlich auch erstmal interessant, halte ich es nicht direkt vor den Hund und lasse es auch nicht oder schmeiße es noch nicht, sondern ich halte es erstmal, ich sag mal, auf Armlänge und zwar den Arm auch vom Hund entfernt und lasse es aus dieser Höhe erstmal fallen, sodass ich da wirklich kleinschrittig bin. Prima. So, sie hat sich jetzt nicht hinbewegt, sondern hat einfach nur geguckt. Und dann belohne ich sie natürlich. Und das wiederhole ich jetzt 5-mal genau gleich. Prima. Und gerade wenn es darum geht, dass sie jetzt nichts vom Boden oder nichts Runtergefallenes fressen sollen, macht es Sinn, dass man es entweder ruhig vor sie legt oder aber direkt, am besten direkt ins Maul füttert, damit sie eben hier bei dieser Übung gar nicht erst Leckerlis vom Boden fressen. Dann ist es für die Hunde natürlich schwerer zu unterscheiden. So, ich glaube, das waren 4, also noch einmal. Jetzt guckt sie nicht mal hin. Prima. So, jetzt gehe ich ein Stück näher ran. Prima. Super. Und ich habe jetzt von hier nach da als einen Schritt gewählt. Wenn man merkt, das ist zu schnell, kann man hier natürlich viele, viele Zwischenschritte einfügen. Prima. Super. Prima. Prima. Ich habe ein bisschen zu früh in die Tasche gegriffen. Versucht immer erst dann in die Tasche zu greifen, wenn der Gegenstand sich nicht mehr bewegt. Jetzt. Prima. So, das waren auch 5. Jetzt gehe ich wieder näher ran. Platz. Super. Ne, man sieht, dass Platz hilft hier im Moment. Und wahrscheinlich findet sie den Gegenstand gar nicht in dem Sinne total toll und will ihn essen, sondern einfach nur interessant. Prima. Und das ist jetzt schon sehr nah, ne? Prima. Prima, Entschuldigung. Super, jetzt packe ich mir mal ein paar schnell wieder in die andere Tasche. Super. Dass es eben gegen ihre Pfote gerollert ist, fand sie ein bisschen unangenehm. Deswegen schaue ich, dass das jetzt nicht die Pfote berührt. Prima. So, ich glaube, es waren wieder 5. Jetzt tausche ich einmal den Gegenstand und nehme die Packung Taschentücher. Und weil ich denke, dass das hier hinten für sie auf jeden Fall machbar ist, starte ich direkt hier. Prima. Und ich glaube, Taschentücher wäre sogar einfacher gewesen, vielleicht als der Deckel. Prima. 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 So, das sollte nach Möglichkeit nicht passieren, dass die Leckerlis runterfallen. So, ich glaube, das waren wieder 5. Prima. Jetzt muss ich einmal nachladen. So. Prima. Sie ist jetzt ein bisschen auf mich zugerobbt, aber das ist nicht schlimm. Prima. Super. Prima. Prima. Prima, super. Sehr gut. So, jetzt starte ich mit Futter.
Und hier ist es wichtig, ich belohne sie nicht mit dem Futter, was ich runterschmeiße, weil in der Regel, wenn mir was runterfällt, möchte ich ja auch nicht, dass sie das, also soll sie nicht lernen, dass sie das hinterher bekommt. Sonst hat sie vielleicht die Erwartungshaltung, ich hebe es auf und gebe es ihr. Nein, ich möchte, dass sie jetzt wirklich lernt, es gibt was anderes. Und was Sinn macht, ist, dass man hochwertiger belohnt als das, was man schmeißt. Und ich nehme jetzt tatsächlich einfach nur mehr. Es würde sich natürlich anbieten, ich hoffe, Linus stört da hinten nicht, es würde sich natürlich anbieten, dass man mit Trockenfutter vielleicht schmeißt und das fallen lässt am Anfang und mit was Hochwertigerem, zum Beispiel Käse, belohnt. Dann hat man natürlich noch mal einfacher dass es, oder lohnenswerter, das liegen zu lassen, weil es was viel Schöneres gibt. Also eine höhere Motivation, es liegen zu lassen. Prima. Ganz wichtig, wenn man hier einen Trainingsschritt jetzt zu groß wählt und der Hund möchte es fressen, hindert ihn bitte nicht daran, es zu fressen. Verbucht es einfach als Pech gehabt, schlechtes Training oder schlechter Trainingsschritt, vielleicht zu großer Trainingsschritt oder der Hund kann gerade einfach nicht. Und lasst es ihn bitte fressen. Ich möchte nämlich hier nicht, dass der Hund in irgendeiner Weise das Gefühl hat, ich gehe hier so dazwischen und erschrecke ihn vielleicht dabei. Das ist dann tatsächlich mein Problem, wenn ich einen Trainingsschritt zu groß gewählt habe. Prima. Prima. Linus ärgert sich jetzt gleich bestimmt. Er hat sein Spielzeug da hinten weggeschmissen. Prima. Prima. So, ich glaube noch einmal. Ich zähle schlecht mit heute. Ich glaube, es waren jetzt, vielleicht waren es auch nur vier. Ich mache noch einmal. Prima. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch die Liv jetzt schafft. Prima. 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 Prima, super, das war toll. Ich nehme es im Training übrigens auch bewusst aus dieser Tasche, wenn ich es fallen lasse und belohne aus der anderen, dass ich es ihr einfach leicht mache. Später fällt es ja ähnlich aus meiner Tasche, was ich hier, was vielleicht runterfällt, sondern irgendwo anders her. Prima. So. Hast du Sitz? Prima. So, jetzt verändere ich die Position des Hundes. Prima. 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 Super, klasse. Prima. Und ich verändere nochmal die Position. Kannst du stehen? Prima. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Super, Liv. Ganz prima. Jetzt ist es sogar einmal unter ihr durchgerollert. Prima. So, als nächsten Schritt könnte ich es zum Beispiel vom Tisch fallen lassen und das wird sehr schwer, weil hier auch die Leckerlis liegen und es ist zu schwer. Also muss ich es für sie deutlicher machen, dass es ein Unterschied ist und ich wechsle jetzt mal die Seite, dass ich im Trainingsaufbau erstmal von der Belohnung her immer noch aus der gleichen, von der Ablenkung aus der gleichen Hand bleibe und ich schubse es noch nicht runter, sondern ich lasse es erstmal in der Nähe des Tisches fallen. Prima. Super. Prima. 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 So, ich glaube, das waren wieder fünf. Im nächsten Schritt schubse ich es jetzt wieder vom Tisch herunter. Yes, super. Super. Prima.
gucken, dass ich noch genug habe. Super, prima. Sehr gut. Prima, Liv. Und eine Pause. Prima. Pause. Super. Und Platz. Platz. Prima. Also als Wiederholung, erst mit Gegenständen auf Armlänge entfernt anfangen. Und man kann es, wenn das hier aus dieser Höhe noch nicht klappt, kann man es ja tatsächlich auch einfach erstmal aus wenigen Zentimetern fallen lassen und sich dann schrittweise nach vorne arbeiten. Von hier nach da, nach da, nach da, nach da, sodass man einfach langsam nach vorne kommt. Ich habe es jetzt recht schnell gemacht und wenn ich gemerkt hätte, hier von hier nach da ist ein zu großer Schritt, kann ich natürlich hier ganz viele Zwischenschritte noch einfügen. Wenn die Höhe von, wenn man am Anfang aus einer geringen Höhe startet, könnte man sich erstmal auf diese Entfernung in der Höhe hocharbeiten und dann, wenn man das hat, näher oder aber man startet aus der gleichen Höhe und geht erst näher und arbeitet sich dann hoch. Ich finde es tatsächlich erst Höhe und dann näher ran einfacher, weil das aus dieser Höhe natürlich schon anders kullert, als wenn ich es hier fallen lasse. Das heißt, ich habe am Ende hier schon mehr Ablenkung, wenn ich näher komme, geübt. Genau. Andere Gegenstände dann zu Futter und natürlich könnte ich jetzt statt Trockenfutter auch noch hochwertigere Sachen fallen lassen und wenn ich möchte, dass mein Hund Essbares, was runterfällt, liegen lässt, muss ich das natürlich auch mit anderen essbaren Dingen üben. Da würde ich dann aber tatsächlich auch hochwertiger belohnen wollen, damit es sich eben viel mehr lohnt, es liegen zu lassen, statt es schnell zu essen. Genau. Und was auch Sinn macht, ich habe es jetzt im Wohnzimmer geübt und habe natürlich hier unseren Esstisch schon, aber es macht auch ganz groß Sinn oder ganz viel Sinn, es auch in die Küche zu verlagern oder nach draußen oder in die Nähe von dem Grill, was auch immer, wo das passieren könnte. Da kann man für sich ja mal überlegen, welche Situationen im Alltag gibt es, wo ich unterwegs bin und wo mir was runterfällt. Bei uns wird es wahrscheinlich auch mal bei der Karre vom Kind später sein. Also sollte man das auch in der Nähe oder bei diesen Dingen als Trainingsort eben trainieren. So, das dazu. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und ich glaube, es passt. Ich muss jetzt auch zu Linus, der wird ungeduldig. Und bis bald. Macht's gut.